Nach dem Massaker in Las Vegas hatten die Ermittler bei der Suche nach einem Motiv auf die Freundin des Todesschützen gesetzt, offenbar vergeblich. Nach ihrer Befragung durch die US-Bundespolizei FBI ließ Marie-Lou Denley am Mittwoch über ihren Anwalt erklären, sie habe nichts von den Plänen ihres Lebensgefährten gewusst. Denley erklärte, Zitat, er hat nie etwas zu mir gesagt oder etwas getan, das ich als Warnung hätte verstehen können, dass so etwas Schreckliches passieren würde. Sie habe Paddock als freundlichen, liebevollen, stillen Mann gekannt. Sie habe ihn geliebt und auf eine ruhige gemeinsame Zukunft mit ihm gehofft. Vor 2 Wochen habe Paddock ihr dann ein Flugticket gebucht, um ihre Familie in den Philippinen besuchen zu können, berichtete Denley. Als Paddock ihr während des Aufenthalts Geld für den Kauf eines Hauses überwiesen habe, habe sie zunächst befürchtet, dass er sich von ihr trennen wolle. Der in Las Vegas zuständige Bezirkssheriff Joseph Lombardo wollte sich am Abend nicht zu Denleys Angaben äußern. Er zeigte sich aber überzeugt, dass der Todesschütze Stephen Paddock irgendwann Hilfe gehabt haben müsse. Er verwies unter anderem darauf, dass der 64-Jährige im Laufe der vergangenen Jahre ein riesiges Waffenarsenal angelegt und die Tat über längere Zeit akribisch vorbereitet habe.